muss das Klavier jetzt auch wieder freimachen. Das wird nämlich noch benötigt für unseren nächsten Gast. Er hat mal im Nebenfach, ich weiß nicht, ob Sie das wussten, an der PH in Heidelberg Theologie studiert. Was jetzt aber gar nicht so notwendig ist zu wissen, weil eigentlich ist er auch ein hervorragender pianistischer Kabarettist oder genauer gesagt kabarettistischer Pianist. Ich hoffe, das war soweit hilfreich. Hier ist Daniel Helfrich. Wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Mein aktuelles Programm heißt ja, alle mal die Hand heben. Deswegen alle, die heute Abend hier sind, mal bitte kurz die Hand heben. Okay, Sie sind noch nicht hier. Schade. Ich hätte Sie gerne kennengelernt. Wieso sind Sie nicht gekommen? Haben Sie Angst gehabt, dass Sie mitmachen müssen oder dass Sie jemand anspricht? Kann ich Sie aber beruhigen, es kommt bei mir eigentlich nie vor. Wie heißen Sie? Monika, ist mein Lieblingsname. Vielleicht mal einen kleinen Applaus für die Monika. Okay, das war der kleine Applaus. Vielleicht jetzt mal den großen Applaus für die Monika. Die Monika wird übrigens später noch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Unangenehm, oder? Okay, alle Menschen mit Minderwertigkeitskomplexen mal bitte kurz die Hand heben, aber wenn es geht, bitte ganz hoch. Ist ja klasse, jetzt bin ich gerade 2 Minuten auf der Bühne und schon die ersten Spontanheilungen. Sie merken schon, ich möchte Sie heute Abend so ein bisschen kennenlernen, so wie die Monika. Deshalb mein erstes Lied und es wäre nett, wenn Sie sich rege beteiligen könnten. Dürfte ich mal ein bisschen Saallicht haben noch, ja? Sehr geehrtes Publikum, jetzt gilt Meldepflicht. Wir sind nicht zum Vergnügen hier, kneifen giltet nicht. Fühlt ihr euch angesprochen, will ich eure Hände sehen. Wir sind ja unter uns und können uns alles gestehen. Ich würde sagen, wir fangen mal ganz, ganz einfach an. Alle Frauen mal bitte kurz die Hand heben. Alle Frauen mal bitte kurz die Hand heben. Monika, wenn es geht, richtig hoch, dass ich es auch sehe. Okay, jetzt mal bitte alle Männer. Jetzt melden sich die Brillenträger bitte mal geschwind. Und jetzt die, die eine bräuchten, doch zu eitel sind. Wer ist hier verheiratet? Die Hände mal erheben. Und wer von euch genießt das Junggesellenleben? Traut euch, das Leben ist zu kurz. Sagt euch einfach mal, heute ist mir alles Schnurz. Egal was andere denken, das ist mir heute egal. Das Leben ist fantastisch, wir leben nur einmal. Haben wir hier heute Abend einen Finanzbeamten? Ist ein Finanzbeamter hier? Einer? Sie halten sich bei der nächsten Strophe mal bitte kurz die Augen zu. Steuern muss man zahlen, bitte jetzt die Hand mal heben. Wer hat bei seiner Steuer mal nicht alles angegeben? Hier vorne hat sich gemeldet. Gut, ihm sieht man es auch an, oder? Selbst Fernseh gucken kostet Geld, ich will euch jetzt nicht schelten. Alle, die nicht bei der GIZ gemeldet sind, mal melden. Welche Frau von euch war schon mal auf einem Männerklo? Welcher Mann schaut einer Frau schon mal auf den Popo? Ach komm! Nie! Wer hat sich aufgrund von Alkohol mal übergeben? Oh Gott, wo bin ich hier heute Abend hergeraten? Alle mit Achselschweiß den Arm mal bitte heben. Oder vielleicht besser doch nicht.
traut euch, das Leben ist zu kurz. Sagt euch einfach mal, heute ist mir alles Schnurz. Egal was andere denken, das ist mir heute egal. Das Leben ist fantastisch, wir leben nur einmal. Haben wir heute Abend einen Polizisten? Ist ein Polizist hier? Dann vielleicht mal bitte kurz die Hand heben, dann mal da Tütata rufen. Tatütata. Sie halten sich bei der nächsten Strophe auch mal bitte kurz die Augen zu. Wer wollte sich das Geld fürs Taxi schon mal sparen und ist nach zu viel Alkoholgenuss noch selbst gefahren? Hm? Ja, ja. Auch Selbstbefriedigung ist ein heikles Thema. Über Heimwerken zu sprechen wäre vielen angenehmer. Wer geht zu Hause nicht mal gerne wie ein Fachmann ran? Alle mal die Hand heben, wer von euch legt auch gerne selber die Hand an? Also, Hornbach, Praktika, alles in Obi! Traut euch, das Leben ist zu kurz. Sagt euch einfach mal, heute ist mir alles Schnurz. Egal was andere denken, das ist mir heute egal. Das Leben ist fantastisch, wir leben nur einmal. Klasse. Ja, ich habe jetzt noch ein trauriges Lied. Ich muss dazu sagen, ich bin großer Kerzenliebhaber. Und aus meiner Kerzenfamilie ist letzte Woche die Vaterkerze gestorben. Und in Liebe und Dankbarkeit zu dieser Vaterkerze habe ich ein Lied komponiert. Und ich habe heute Abend die Witwe mit dabei. Die Witwe, das ist die Hilde. Und jetzt, meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt kommt die Stelle, wo sich die Monika schon die ganze Zeit drauf freut. Die Monika wird jetzt mal unter einem riesengroßen Oh-Chor von Ihnen allen mal so aufspringen, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und ganz laut rufen, oh, die arme Hilde. Bitteschön. Ja, danke schön. Kleinen Applaus nochmal für Monika. Es fällt mir auch nicht leicht, dieses Lied zu spielen, weil Hilde und ich, wir sind eng miteinander verbunden. Meine Wohnung ist auch Hildes Heim. Und es wäre nett, wenn Sie jetzt alle mal ein bisschen betroffen gucken könnten. Erlischt die Duftkerze, hat lebenslang blendend geschuftet. Jetzt ist sie verduftet. Sie war arm, war abgebrannt, auch wenn der Schein trübt, oft verkannt. Sie hasste Pyromane. Und Timo war ihr Name. In seiner Jugend flackerte Timo noch ziemlich wilde. 98 im Adventskranz verliebte er sich in die Kerze Hilde. Ein romantisches Weihnachtsgefühl voller Liebe entstand. Immer wenn für Timo Hilde brannt. Timo wollt mit Hilde ausgehen und sein Docht war Kerzen grad am Stehen. So machte er sie strahlend an, sie schmolz dahin in seinem Bann. Und bei einem Candlelight-Dinner
sagte Hilde, ich erinnere dich daran und das sind keine Phrasen. Ich mache alles versprochen außer Blasen. So wurde es heiß, beide waren wie Feuer und Flamme. Ein Kerzenstammhalter kam, sie verschickten Telegramme. Denn sie bekamen Nachwuchs, einen Sohn, sie nannten ihn Max. Der wurde schnell groß, denn seine Eltern sagten immer nur Wachs. Doch als Halbwaise muss Max leben, denn sein Vater starb soeben. Er erlag seinem Symptom, starb an Burnout-Syndrom. Und die Kapelle spielt als Trost für Frau und Kind. He lived his life like a candle in the wind.